Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Lange gab es kein Video von mir. In meinem Leben ist halt sehr, sehr viel passiert. Unter anderem habe ich den B196 gemacht. Ja, sonst würde ich jetzt nicht die RS425 fahren. Also sprich den A1 125er. Und habe mir dann gedacht, so ja, welches Moped würde ich mir kaufen? Sprich Roller oder Motorrad. Ein Kumpel von mir hat den, wir haben zusammen den 125er, also den B196 gemacht. Und der hat sich für den Roller entschieden, hat sich den Chilera Runner 125 gekauft, auch nice. Vor allem da hockt man sich ziemlich bequem drauf. Was ich geguckt habe, wäre so ein JetForce 125 Kompressor, das würde mir reizen. Ja, aber auch nicht ganz so billig. Aber ich habe gleich gesagt, ich möchte den eher schalten. Und da gibt es ja auch so Kategorien, also sprich Street Fighter, Supermoto oder Supersportler. Und ich wollte halt einen Supersportler haben. Ich finde, 125er Supersportler, da hockt man nicht so gebückt wie so, nur halt so, ja, tut die Hand nicht so extrem weh wie bei einer 1000er. Das ist ja nochmal viel extremer, vor allem weil die 1000er ja mehr wiegen und halt die Lenkerstumpe sind dann komplett etwas anders. Hier ist eher auf entspannt, sagen wir so, auf der RS4 hockt man ziemlich aufrecht und ja, angenehm, sag mal so. Ist schon ganz okay. Am Anfang muss man sich daran gewöhnen, aber man sitzt okay. Also sag mal so, kann man nicht beklagen. Und die 125er sind ziemlich leicht. Ja. Es gab halt viele 125er, die halt ja, zur Auswahl. Ich habe mir jetzt noch neben der RS4 125, die ich jetzt gekauft habe, die KTM RC 125 mir angeschaut. Finde ich jetzt, viele sagen, ja, sieht jetzt nicht so toll aus, ist nicht so mein Ding. Wegen der Haifisch-Optik da oder halt Schnabel-Optik, wie man es auch nennen mag. Aber ich finde es, wenn man vor der KTM steht, finde ich die von der Optik her ganz nett, ganz nice. Soll anscheinend ein bisschen vibrieren bei der Fahrt oder so, aber ja. Ich habe mich gleich gesagt, ich will die Aprilia RS425, weil ich da vom Preis her auch ein Limit hatte und da gab es ja zufällig eins ja, angeboten an dem Tag. Vor allem, ich wollte halt die SBK Edition, da kommt noch ein separates Video, also Lackierung Silber, Schwarz, mega finde ich, die geilste Farbe überhaupt. Das ist schon Geschmackssache. Ja. Und ja, für die entschieden, gerade wegen der Optik sieht die Aprilia RS4 aus wie eine große, wie die große RSV. Also natürlich, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass es eine 125er ist. Aber von der Optik sieht die echt mehr aus wie die große. Wird auch so wahrgenommen. Und ja, die hat auch Stahlflex Bremsen. Schon mega, was das Ding hat, alles hat. Und ja, von der Langzeitqualität soll die am besten sein. Ziemlich gut sein, also ganz vorne dabei. Natürlich ein paar Kleinigkeiten sind auch nicht perfekt bei dem, es gibt kein perfektes Moped, aber im Großen und Ganzen ist es echt ja, geiles Teil, sag mal so. Vor allem gerade wegen der Langzeitqualität. Es sind andere Mopeds oder halt Vergleichsmotorräder, Konkurrenten sollen da schlechter abschneiden, wie zum Beispiel die YZF 125, hat man auch so Sachen, dass sie ja ein paar Sachen hat, so anfällig für ein paar Sachen oder viele Tauschmotoren ab 40.000 Kilometern und ja, für eine Langzeitqualität nicht ganz an die Aprilia RS4 herankommen. Obwohl ich damals früher kann ich auch jemanden, der hat einen YZF gehabt, da wo ich nur einen Autoführerschein hatte und fand ich halt mega. Also von Optik finde ich die auch geil, die YZF von Yamaha. Das ist eine direkte Konkurrenz zur Aprilia RS. Und ja, habe mich halt dagegen entschieden. Und ja, vom Motor her ist bei der Aprilia so, man muss ja ziemlich drehen. Also ziemlich am Limit, also hochdrehen, damit was vorangeht. Und sobald die Drehzahl absinkt, weiß wieder sagt, also unter 7000 geht so gut wie gar nichts voran. Ab 7, 8, 9000 geht es mal richtig voran. Und dann merkt man schon, je höher man dreht, desto mehr Power kommt dann auch.
Es gibt schon ein richtiges geiles Feeling, Motorradfeeling, sagen wir so. Die Grenze ist die bei 130 km/h ungefähr auf der Autobahn. Reicht, denke ich mir, auch aus. CBR zum Beispiel ist abgeregelt bei 156 oder so. Ja, da muss auch alles gut laufen, damit man die 156 km/h erreicht, sag mal so. Aber ja, von Optik her, ja, CBR war auch von den engsten Auswahlfällen. Die Honda finde ich vom Motor her mega geil. Optik ist halt so eine Sache, ist schon okay, aber ja, an die April kommt sie lange nicht heran. Aber vom Motor her ist sie richtig 1A Sahne. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure 125er? Es gibt natürlich nicht die perfekte 125er, meiner Meinung nach. Ja, welche habt ihr gefahren, sagen wir so? Könnt ihr gerne schreiben. Ja, live habe ich noch eine gesehen, eine Kawasaki Ninja 125. Ich bin auch ein Ninja-Fan, aber finde ich jetzt nicht so berauschend. Da ist, glaube ich, der Begrenzer bei 117 km/h. Ja gut, man soll ja bei 125 auch nicht um die Topspeed schauen. Aber halt von der Optik her ist sie ziemlich schmal. Man sieht jetzt einfach, dass es eine 125 ist, weil zum Beispiel im Gegensatz der RS4, die sieht ja echt bullig aus und vom Design her mega geil. Ja, die neue RS4 zum Beispiel habe ich auch schon live gesehen. Gefällt mir jetzt nicht so gut wie die alte. Natürlich die LED-Licht sieht echt geil und also, ich meine, natürlich besser als eine Birne, klar. Und halt das neue Cockpit da, mega geil. Aber halt vom Design her finde ich halt, obwohl das Design ähnlich ist, nur von Augen vorne her, von Scheinwerfern, finde ich ja halt die alte besser. Genauso wie es mit der Yamaha YZF ist, finde ich die alte besser als die neue. Ja, aber es ist nur, keine Ahnung, Geschmackssache, denke ich. Die 125er sind irgendwie alle im Prinzip mehr oder weniger gleich. Ja, es gibt nicht die beste, jeder hat Vor- und Nachteile. Ich finde halt meiner Meinung nach die RS4 125 am schönsten und geilsten. Ja, ich würde noch gerne ein paar andere fahren, aber mal schauen. Ist auf jeden Fall ein geiles Bike. Ja, die alte RS 125 wollte ich früher auch haben. Die Zweitakter, die geht ja richtig voran. Ist richtig geil, aber ja, ich habe nicht so gedacht für Langstrecke, eher für Kurzstrecke. Kurzstrecke, weil da oft was kaputt geht und der Zylinder nach 15.000 platt ist und bei der Viertakt RS425 eher also Langstrecke und die hält auch einiges aus. Natürlich hat sie nicht die ganze Leistung, nicht ansatzweise die Leistung wie eine Zweitakter offen, klar, aber halt für die Langstrecke und so, ja, brauchst du eine 125er Viertakt, das reicht vollkommen aus, sag mal so. Ja, mit ja, Autobahn schaffst du erst um die. Ja, kommt auch immer drauf an, 120 bis 130 km/h reicht für mich auch aus, aber ja, mehr ist natürlich immer nicht verkehrt. Ja, aber besser als mit 50 km/h darum, 45 km/h, 45 oder 50 rumzuwirken mit dem Roller. Ich habe auch einen Roller noch, stelle ich auch noch vor im Video. Nichts Spektakuläres, da kommt ja auch ein Video. Ja, Rollerfahren bleibe ich immer noch treu, ja, finde ich immer cool. Ich habe auch überlegt, ein 125er JetForce, das wäre mir auch richtig fett. Mal sehen, mal sehen. Ja, das war's zum Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Kommentar da lassen. Und man sieht sich beim nächsten Video, würde ich sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.